Hallo meine Freunde, da sind wir wieder im Ödland des Borderlandes von Pandora. Und weiter geht's mit uns. Wir haben gerade Sledge getötet und haben bereits eine neue Mission angenommen. Jetzt weiß ich nun gerade nicht, welche Zünder A, B, C platziert. Oh, ist schön, dass der Arid Settlands in den Headlands da eine neue Mission für uns hat. So. Was? Wo war man denn stehen geblieben? Ich weiß das jetzt wirklich nicht mehr. So. Arid Badlands. Finde Bruce McLean. Ah ja, das war der Typ, den wir finden mussten. Der eventuell durch seine Kopfgeldtiger da, durch die Banditen einen Drüber bekommen hat. Und wie Salz in der Wunde. Schwarze Zettel Palmzone. Ferne Salz. Nicht Salzschädel. Schädel von den Fehlen aus der Ausgrabungsstätte. Dahl Headland. Abreise aus Firestone. Gehe nach Dahl Headland und sprich mit Aston Whiting. Okay, mit Claptrap haben wir gesprochen. Das könnten wir jetzt machen. Der Saboteur. Gehe nochmal in die Headstone-Mine und platziere Sprengkapseln. Ah ja, das war das. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Aufwärmen nach, wobei. Finden wir erstmal den Bruce McLean. Dann können wir uns hier wieder ein bisschen, oder ich mich akklimatisieren. Und es wird schon auf uns geschossen. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön, du Arsch hier. Na komm. Ach, jetzt verstecken wir uns. Doch habe ich ja sehr gelernt. So, jetzt brutzelt der Freund und ist auch leise. Dann schnappen wir mal uns schnell noch ein Gefährt. Steige ein. Um dann zu unserem Zielort zu kommen, wo auch immer der jetzt gerade ist. Jetzt muss ich mir gerade umgucken. Hier kommen wir nicht rein. Dann müssen wir ein bisschen rumfahren. Aber das macht ja nichts. So haben wir ein bisschen Zeit, die schöne Umgebung zu begutachten. Oh mein Gott, wer will das schon? Zumindest jetzt gerade. Und da fahren wir mal kurz gegen irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und hier vorne scheint das schon zu sein. Mich würde mal interessieren, was der... Oh, hallo. Arbeiterbandit. Level 14. Ja, komm. Mal ein bisschen näher. Yeah, komm, das macht Spaß. Zumindest mir macht das Spaß. Yeah, Freude, welche Begeisterung. So, aber hier muss das sein. Oh, ein Schläger. Interessant finde ich auch, dass die Schläger eigentlich so wenig schlagen. Sehen aus wie eine Kante, benutzen aber eine Waffe. So, haben wir noch 24 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und raus aus dem Auto. Und rein ins Getümmel. Erstmal hier das gute Gut einsammeln. Ja. Und jetzt müssen wir uns hier vorsichtig reinwagen. Vorausgesetzt der... Weil ich mal denke, wenn hier schon Banditen sind... Huch, was hat er denn hier Schönes? Bevor wir hier nicht mehr hinkommen. Wir haben ein volles Inventar. Ja, oh, schön. Bevor wir hier nicht mehr hinkommen, dachte ich mir. Und weil hier schon Banditen rumschwirren... Oh. Ich hoffe nicht, dass das der Knabe ist. Dann gibt es hier nicht mehr viel zu retten. Oh. Oh, es scheint jetzt zu sein, aber zugleich haben wir jetzt zwei mutierte Mini-Psychopathen. Erwischt. Ja. Oh. Ja, auf jeden Fall. Hier scheint das zu sein. Bruce Tagebuch. Dafür ist Bruce McLean gestorben. Oh, der Bruce McLean sieht genauso aus wie der Typ, der Bazette am Anfang in Firestone auf der Liege lag. Oh, wahrscheinlich ein Bruder. Bruce ist tot, wie seine Verlobte es befürchtet hat. Du hast ein hingeschriebenes Tagebuch auf seiner Leiche gefunden. Vielleicht bringst du ja damit etwas Licht ins Dunkel. Ja, und übrigens Leiche, nicht Lichte. Bruce ist tot, ja, das haben wir gerade vorgelesen und haben 3900 irgendwas für Erfahrungspunkte bekommen. Produktrückruf. Bruce findet Zigarettenkisten in der Nähe von Titan's End. In den Aufzeichnungen erwähnt Bruce einen Betrug, bei dem er aus einem einheimischen Pflanzenblatt Zigaretten rollte und diese dann
an die Banditen verkaufte, von denen er handelsüblichen Weltmarktpreis verlangte. Mit dem verdienten Geld wollte ich runterscrollen, aber der will nicht so. Wollte? Oh mein Gott. Wollte er zusammen mit seiner Verlobten Pandora verlassen. Aber anscheinend starb sein erster Kunde augenblicklich an inneren Verblutungen. Als Wiedergutmachung zwangen die Banditen Bruce, sein eigenes Produkt zu rauchen. Du solltest die Zigaretten lieber finden, bevor irgendjemand Kitties noch darüber stolpern und sie heimlich versuchen. So, jetzt scrollt er nicht rum. Ne, jetzt wird er rumgescrollt. Das Tagebuch erwähnt auch, dass Bruce Kunden hauptsächlich Banditen aus der Nähe von Titans End waren. Tja. Ne? Wer versucht, schnelles Geld zu machen, dem kann das ebenso schnell an den Kragen gehen. So, und hier haben wir eine schöne große Kiste. Ja, das ist wohl wahr. Zielgenauigkeit, die ist nicht besser als unsere. Allerdings, die ist violett und nicht häufig. Oder blau. Aber wir haben keinen Platz im Inventar. Das stört mich jetzt schon ein wenig. Dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwas fallen lassen können. Ist ja nicht immer alles so wertvoll, was wir dabei haben. Wie zum Beispiel ein Medikit. Wer braucht das? Nee, aber Spaß beiseite. Ja, gut. Die Schilde, die wir haben, die können wir auch gut verkaufen. Aber das können wir wegwerfen. Dann haben wir wieder Platz und können die Waffe mitnehmen. Die ist nämlich mehr wert. Und hat einen Nährwert. Ja, jetzt müssen wir uns um die Überbleibsel seiner Produktkette kümmern. Okay. Man sollte auch nicht alles, was auf dem Boden liegt, mitnehmen. Die Frage ist, wer war jetzt dümmer? Die Banditen oder Mr. McLean? Aber wir müssen uns jetzt erstmal über die Reste kümmern. Wo sind die? Nicht in der Nähe. Oder zumindest nicht in der naheliegenden Umgebung. Dann fahren wir mal da schön hin und schauen uns an, was die Leute hier so für Geld bezahlen. Und schauen, wie wir hier nicht vorbeikommen können, weil unsere Fahrkunst heute wieder genial ist. Mann, Mann, Mann. Und die Gurke hier, ich weiß auch nicht, manchmal fährt die gerade nicht. Hier? Ist das hier drin? Piss off, ja, da halten wir uns natürlich sofort dran und pissen total auf und verpissen uns hier. Ist das hier drin? Ich glaube, da hinten ist das. Dann laufen wir da mal besser hin. Schnappen uns dann direkt mal die Maliwan Maschinenpistole. Denn hier erwarten uns bestimmt ein paar Banditen. Oh ja, wie schon gedacht. Oh, ein Knaller, das ging auch. Ja, toll. Ja. Rotz mich nicht mit deiner Säure an. So knallhart war er dann wohl doch nicht. Oh, eine Jacobs. Oh, Jacobs sind immer wertvoll. Aber ich habe keinen Platz. Und hier, hab noch was. Komm, Abwechslung muss sein. Ja, finde ich auch. Das hat ihn direkt umgehauen. Ja, so schnell geht das. Aber die waren jetzt nicht so sonderlich schwer, muss ich mal meinen. Aber die haben wahrscheinlich schon alle so ein bisschen passiv mitgiftet. Ja, hier haben wir schon mal eine Verpackung. Und da müsste noch eine sein, oder ist das Munition? Nee, die zweite und die dritte ist wo? In die Richtung. Aha. Scheinbar dort oben. Ja, da kommen wir auch hin, wenn ich mich nicht... Ja, da können wir auch über diesen Steg rüberlaufen. Aber Banditen sind ja hier scheinbar auch nicht die hellsten. Aber wenigstens hell genug, um direkt beim ersten Toten zu merken, oh, da wurde uns was Falsches angedreht. So, wie kommen wir denn jetzt da rauf? Da geht's nicht rauf. Vielleicht geht's hier nochmal rauf. Mal schauen. Ah ja, hier ist ein Aufstieg, oder? Mhm. Eigentlich nicht, obwohl der Fall auch sagt, ja. Naja, komm, springen wir mal rauf. Ah ja, das geht. Also war es doch so vorgesehen, dass wir hier raufkommen können. Ist ja auch sehr schön. Wie sollten wir auch sonst die Mission beenden? Wäre ja schon blöd.
Ah. Wir haben die dritte Packung und dann sollte alles vernichtet werden. Wobei ich mich frage, der Typ ist ja eh schon tot. Und Kiddies habe ich hier nicht wirklich gesehen, nur so ein paar halbstarke Psychopathen. Ja, das ist ja schön. Und so viel auch noch. Naja, die ist sehr wertvoll, würde ich mal meinen. Und wieder müssen wir ins Inventar, weil wir immer noch voll sind. Das ist ja. Wir sind voll bis zum Rand. Ja. Da würde ich einfach mal behaupten, dass wir das hier mal wegwerfen. Ja. Denn Waffen sind wertvoller. Haupte ich jetzt einfach mal frech. Und hier schien ja auch mal richtig die Party abzugehen. Hier sind ja auch ein paar Gäste. Naja, vielleicht ist das so ein Partyspiel. Zieh den Skeck-Schädel auf und vermaske. Und ja. Maskier dich. Ich weiß nicht, was man hier so auf Pandora spielt als Bandit. Mit Maske. Jetzt können wir auf jeden Fall die Mission abgeben. Oder noch eine weitere machen, die ja auch im Arid Boardland war das, ne? Ist. Was ich mal ganz frech behaupten würde, Salz in der Wunde. Die Banditen haben die Ausgabestrecke in den Arid. Ach nee, das ist Arid Boardlands nicht. Ja. Okay, ja. Eingenommen und Schädel der Insassen, die sich verteidigt haben. Verteilt. Oh. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Sehr schön. Beziehungsweise nicht sehr schön. Also zumindest nicht für die, die da nicht überlebt haben. Ein brennender Psychopath. Komm, verleihen wir ihm doch schon mal Start hier mit. Ja, der fängt ja schon an. Und schnell die Waffe gewechselt. Ja, komm, brennender Psychopath. Jetzt bist du noch gebritzelt. Nom. Nun hat er Spezial-Abilities. Er konnte nicht nur brennen, er konnte auch britzeln. Sehr schön. That's awesome. Hier haben wir noch einen Killer-Bandit, wie ich mal... Nee, Räuber-Bandit. Schön finde ich auch diese Doppelnamen. Räuber-Bandit, Killer-Bandit. Achso. Wow, 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 wow. Ein großer, knallharter Psychopath. Schimmelärmste. Und noch ein kleiner dazu. Nein, ein mittlerer. Ja, ich habe auch was für dich. Hier, guck mal. Da. Nicht ganz auf Haus oder unter die Wolken. Weil wir ja nicht im Haus sind. Aber das sagt man so. Oh, ah ja, das glaube ich. Oh. Autsch. Hey. Ich traue über deinen Mitbestreiter hier, du Banditenschläger. Oh. Hm. Ja, auch sehr schön. Und hier haben wir schon den ersten Schädel des gefallenen. Ja, wofür sollen wir das überhaupt machen? Den ekligen Krams hier. Ja! Ja, finde ich auch ganz toll. Mann. Haben die Knochen im Rücken? Oh. Hm. Ich glaube nicht, dass die angeklebt sind, so wie die platziert sind, so an der Wirbelsäule. Oh, jetzt haben wir mal einen weiteren Räuberbandit. Ja. Genau, ey, Arsch, du. Einfach nur Arsch. Ja, jetzt haben wir noch 9 weitere Schädel, die wir hier... Oh. Hallo, hier sind wir. Und haben eine neue Herausforderung. Red Attack. Red Attack. Erfolgreich abgeschlossen, also eine Nebenmission. Also Nebenmission, wo man einfach nur Erfahrungspunkte durchsammelt, die man aber immer wieder gut gebrauchen kann. So, lalalalala, sammeln wir hier schön die Schädel ein. Wir befreien zwar gleichzeitig das Gebiet von den Banditen, aber das interessiert keinen. Die Schädel sind natürlich wichtiger. Ja. Schrotflinte, jetzt muss ich mal kurz mit der vergleichen, die ich habe. Nee, ist nicht besser. Scharfschützenpistole, Gewehr, auch nicht. Der GGN Rusty Sniper und der SG-1 Terrible Scattergun. SG-1, erinnert mich an Stargate. SG-1. Und die Waffe ist bestimmt von... Tiak? Keine Ahnung, die haben ja eh andere Waffen benutzt. Von daher,
ist das ja eigentlich gar nicht von Belang. Runter. Ui, das ging aber, ich wollte gar nicht so runter. Nun ja, dann sind wir aber schon mal unten. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine weitere rote Kiste mit weiteren Waffen. Die sehen aber schon eindrucksvoller aus. Die ist aber auch noch nicht wirklich toll. Und die hier hat... Nee, ist auch nicht so wirklich umwerfend. Vielleicht für einen kleinen Feind, aber nicht für uns. So rein von den Daten her ist sie nicht umwerfend. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, hier kommen wir rauf. Und... Ah, das geht auch so. Müssen wir nicht hüpfen. Scheint aber nicht viel Betrieb hier gewesen zu sein. Das waren ja circa, sagen wir mal, 5 Banditen. Die haben aber recht zügig abgemurkst. Na, was soll's. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Gleich gehen wir, sind wir auch schon am nächsten Schädel. Ja, schade, hier ist nichts Brauchbares drin. Munition, Granaten. Haben wir ja alles noch. Sind ja gerade üppig gefüllt. Bis zum Rand. Oh. Oh. Ah, vor uns soll irgendjemand sein. Ah. Hallo, du hast auf mich gewartet. Stimmt. Du hast bestimmt verpennt. Naja, jetzt hat er eine luftig leichte Aussicht, ne? Ja, und hier müssen wir jetzt entlang. Ja, hier vorne soll das sein. Und ein Rack. Ein Rack. Ein Futter-Rack. Rack. Rack. Rackety Rack. 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 Deck. Deck. Oh. Ui, 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 ui. Mist, jetzt haben wir das ganze Rudel am, ja. An der Schnauze, an der Wand. Am Arsch. Mist. Rapier, du Scheißviech. So, aber jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Geld. So ein ungewollter Familienangriff, der war natürlich nicht gesagt, gedacht von mir, dass wir da so reinstürmen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld auf Tasche. Und wie immer ist das natürlich nie schlecht. Ah, hier liegt noch ein bisschen Knete rum. Wollen wir ja hier nicht einfach verstauben lassen. Nachher findet es noch irgendein Bandit. Und die können da natürlich nichts mit anfangen. Wobei ich mich eh frage, mit Banditen, die können sich ja nehmen, was sie wollen im Grunde. Und die brauchen ja im Grunde auch kein Geld. Also im Grunde, so im Runden. Ah, hier ist noch so ein Schwein. Aha. Sehen aber aus, als wären die schon ganz schön entweder abgenagt oder... Na, abgenagt. Pfui. Wo? Hä? Nee? Irgendwo hier. Ich glaube, auf dem Turm. Aber... Hä? Ach da. Blind. Blind, ich fische ich wieder hier rum. Aber ich frage mich, wofür brauchen Banditen Geld? So, jetzt... Hä? Oben? Unten? Irgendwas da. Irgendwo waren wir ganz nah dran vorbei. Ach, hier unten. Da waren wir doch gerade. Haben wir das glatt übersehen, das Schädelchen. Ja. Super. Saubere Sache hier. Und noch den hier. Und da war es nur noch einer. Und der ist da oben. Ich sehe ihn schon. Flitzen wir jetzt mal ein bisschen. Banditen befinden sich ja hier scheinbar nicht mehr. Der eine Räuberbandit hier hat ja wahrscheinlich verschlafen, so spät, wie der da angekommen ist. So, dann haben wir das auch und dann können wir uns hier vom Acker machen. Wobei wir hier mal ein bisschen Müll durchwühlen. Für Munition, die wir eh nicht brauchen, weil wir das ja auch schon voll ist. Da sind wir ja noch voll drin. Und jetzt können wir auch gehen. Ups. So, dann teleportieren wir uns mal im Fahrersitz, denn hier sind wir woanders. Drehen um und begeben uns nach Firestorm. Dip, 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 dip. Ach, die Kisten braucht man nicht. Ich wollte eigentlich gerade mal überlegen, ob wir da mal kurz gucken, aber wir sind so voll. Wirklich so voll, sage ich dir. Gerade munitionstechnisch und Inventar ist ja eh, ne? Bis zum Anschlag gefüllt. Also wenn da noch was reingeht, die Kiste, Hosentasche, etc., wo auch immer wir das drin haben, ist dann, die platzt.
Hier platzt es das. So. Rufen wir nochmal schön. Hey, Leute, hier kommt wir.